Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Terrorgruppe Hamas will weitere Geiseln freilassen. Das berichteten israelische Medien. Im Gegenzug hat auch Israel weiteren palästinensischen Häftlingen die Freiheit versprochen. Gestern hatte die Hamas die Freilassung zunächst verzögert, dann aber doch 17 Menschen übergeben. Am dritten Tag der Feuerpause sollen auch heute weitere Hilfsgüter aus Ägypten in den Gazastreifen kommen. Steinmeier zu Solidaritätsbesuch in Israel erwartet. Der Bundespräsident reist zusammen mit Bundestagspräsidentin Baas. Im Vorfeld hatte Steinmeier betont, Israel habe das Recht, sich gegen die Hamas zu verteidigen. Es sei aber auch notwendig, Zivilisten aus der Schusslinie zu bekommen und sie zu versorgen. Arbeitgeberverband fordert Abschied von Klimazielen. Die deutsche Wirtschaft könne sonst im internationalen Vergleich nicht mehr mithalten, sagte Arbeitgeberpräsident Dulger der Bild am Sonntag. Immer mehr kleinere und mittlere Unternehmen müssten aufgeben, weil von ihnen nicht leistbare Investitionen verlangt würden. Dulger forderte zudem eine andere Willkommenskultur, um den Fachkräftemangel abzufedern. Bundesparteitag der Grünen unterstützt strengere Asylpolitik. Damit stellten sich die Mitglieder hinter den Kurs der Parteiführung. Ein Antrag der Grünen Jugend, künftig in der Ampelkoalition gegen Asylrechtsverschärfungen zu stimmen, wurde abgelehnt. Heute steht in Karlsruhe das Parteiprogramm für die Europawahl im Mittelpunkt. Wintereinbrüche in Teilen Deutschlands, vor allem im Süden, Osten und der Mitte Deutschlands, haben Eis und Schnee bereits für Unfälle, Verkehrsbehinderungen und erste Wintersport gesorgt. Auch im nördlichere gelegenen Harz reicht der Schnee zum Rodeln. Die Polizei rät, die Fahrweise an die winterlichen Bedingungen anzupassen. Das Wetter: im Osten zuweilen Sonne und häufig trocken, nur vereinzelt Schneeschauer. Im Westen und Süden dagegen dichte Wolken und im Laufe des Tages gelegentlich Regen. Ab 500 bis 700 Meter als Schnee. Höchsttemperaturen -2 bis +7 Grad.